Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Alle Fremden so komische Sachen an wie du? Ich soll nicht.
sind sehr erfreut darüber. Aha. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier, bitte.
östlich, was du suchst? Kein Problem, wir haben alles. Hier ist jedes nur denkbare. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier, bitte. Hast du dieses Luftschiff gesehen? Wer ist die stehlende Bruderschaft? Und wieso ist sie hier? Hab mit meiner Freundin Schluss gemacht. Sie hat nie den Deckel auf die Zahnpastatube geschaut. Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Wo soll ich anfangen? Als ich herausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt. Und wie man reinkommt. Genau. Aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen. Aber, tja, wir wissen beide, dass dieser Ansatz nun nicht mehr funktioniert. Wir können mit ihm reden. Wie wär's mit einer kleinen Seance? Wenn ich doch nur... Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten.
Er hätte nichts ausgespuckt, auch wenn wir ihn lebend geschnappt hätten. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kellogs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Huh? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Ach übrigens, du schuldest mir irgendwann ein Interview. Ich will wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Hey. Nach dir. Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause.
hast du... Ich hätte was gesehen.
Bruderschaft. Und sie sehen wütend aus. Andererseits sehen sie immer wütend aus. Hey. Wohin? Hey. Was kann ich für dich tun? Was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Ich was hören. Mensch.
so. Geräusch? Was ist das?
Aufgepasst. Sag einfach Bescheid. Achte nicht auf die Unordnung.
aufgepasst. Sag einfach Bescheid. Klar, schau's dir an. Aufgepasst. Suchst du was Bestimmtes? Hey, warte! Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Hey, ignoriere mich gefälligst nicht! Hey, immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Du hast ihn getötet. Deine Augen funktionieren schon mal. Ich glaube, du wirst gut hierher passen. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Ja, verstehe schon. Gut. Wenn du cool bleibst, wirst du dich hier ganz schnell einleben. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden, kaufe ich den nicht ab. Hey, bin gleich wieder da. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte.
Mr. Valentine, ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Otto Amari? Ja? Warte mal, wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Du kannst doch Erinnerungen aus Gehirnen extrahieren, oder? Normalerweise dürfen unsere Kunden nur eigene Erinnerungen erleben. Um was geht es also? Wir müssen tief graben, aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll... Ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Rede weiter. Mr. Valentine ist ein Synth der älteren Generation. Aber dank der ähnlichen Architektur könnte das Gehirnimplantat passen. Das ist allerdings unglaublich riskant. Keine Sorge, Amari. Meine Garantie ist sowieso schon lange abgelaufen. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt.
Sag mir, dass du eine Lösung hast. Mal nachdenken. Die Verschlüsselung ist zu stark für einen Geist, aber was, wenn wir zwei... Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Leite Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Nemonische Aktivität aus dem Transplantat, beschädigt aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Hörst du mich? Ach, gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Da, das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich vor meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Alle fünf Staaten haben dafür gestimmt. Das bedeutet, dass wir ab sofort alle Bürger der Republik Neukalifornien sind. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Ich redete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Fragen müssen sich bestimmt viele erstmal dran gewöhnen. Ah, scheiße. Die Menschen hoffen immer auf bessere Zeiten. Aber am Ende wird es meistens nur schlimmer. Mama. Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Vielleicht war er früher kein solches Arschloch. Ach, nichts, Conny. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Versuch's mal mit dir. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken... Es war das Schlimmste, das ihr je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen.
Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Aber da komme ja ich ins Spiel. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. In ein paar Jahren habe ich meine eigene. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du es weißt. Das heißt eine andere. Sie sind krepiert wie Hunde. Du hast sie allein gelassen. Nicht setzen. Wie du willst. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Gegen Bezahlung. Oh, die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Ich weiß von früher nicht mehr viel. Irgendwie vermischt sich alles. Aber es gab fast immer eine Bar. Überall dasselbe. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Versuch mal diese hier. Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn Sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Eine davon verrät uns garantiert was. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus.
Verbinde jetzt. Manuelle Steuerung initiiert. Kälteschlaf beendet. Die Warp-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Ich war nun der Hauptverantwortliche im Commonwealth. Wenn Sie etwas brauchten, dann kamen Sie zu mir. Es kam nur selten vor, dass jemand vom Institut bei einer Mission dabei war. Darum war diese besonders. Ich wusste nicht, wen wir aus dem Vault holen sollten. Und Sie auch nicht, versteht sich. Jedenfalls nicht richtig. Das ist er. Da. Mach sie auf. Die Eierköpfe haben es gehasst, von einem dreckigen, kontaminierten Kerl wie mir Befehle zu erhalten. Aber sie brauchten mich. Und ich sorgte dafür, dass ihnen das klar war. Dass ich den Jungen nicht töten musste. Nicht, dass ich es noch nicht getan hätte, aber ich tue es nie gern. Und ja, er hat mich an sie erinnert. Ich bin zwar ein kaltherziges Arschloch, aber immer noch ein Mensch. Aber es war besser so herum. Besser, als ihr das Kind zu rauben und sie dann am Leben zu lassen. Komm her, Baby. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schau nicht! Verdammt! Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Immerhin haben wir den Ersatz. Schon da wusste ich, dass es ein Fehler war, ihn am Leben zu lassen. Ich verstand diese Form der Rache besser als jeder andere. Aber ich war so eingebildet, dass ich dachte, ich würde mit einem verweichlichten Vault-Bewohner schon fertig werden, falls er aufgetaut würde. Wenigstens weiß ich, dass auch diese Institutsarschlöcher bald ausfinden werden, was ihnen blüht. Wenn er mich ausschalten konnte, werden sie sich nicht lange für ihn verkriechen können. Tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Ist das die ganze Sache in Diamond City war Teil eines ausgeklügelten Plans des alten Mannes. Ist doch gut, oder? Jetzt ist klar, dass wir für unseren Freund aus dem Vault als Köder herhalten sollten. Das Timing konnte kein Zufall sein. So arbeitet der alte Mann nicht. Ob er mich am Schluss wohl überlistet hat? Noch ein ungelöstes Problem weniger. Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Dass sie recht hat, aber der Bürgermeister
Es war nicht meine Idee, mich mit dem Jungen mitten in Diamond City niederzulassen. Ich hielt das sogar für eine Scheißidee. Aber es war eines der Lieblingsprojekte des alten Mannes. Also blieben wir dort. Ich und das Kind. Wie eine glückliche kleine Familie. Und irgendwie gefiel es mir sogar. Es erinnerte mich daran, wie mein Leben hätte sein können, wenn alles anders gekommen wäre. Aber es führt keinen Weg zurück. Mir war klar, dass es nur auf Zeit war. Früher oder später wäre alles wieder beim Alten. Kellogg. Schon gut. Die neuen Sins könnten problemlos als Menschen durchgehen. Und manchen ist es auch gelungen. Aber die Runner wurden so gebaut, dass sie nicht erkannt werden. Sie waren Tötungsmaschinen. Schnörkellos und einfach. Klüger, stärker und schneller als fast jeder Mensch. Zum Glück waren sie immer auf meiner Seite. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich habe nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich. Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Virgil. Er versteckt sich irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Falls es so etwas schon mal gegeben hat, wäre mir das neu. Vielleicht ein Zeichen, dass der alte Mann allmählich die Kontrolle verlor. Würde sicher kein Spaziergang werden, jemanden im leuchtenden Meer aufzuspüren. Aber ich hätte nie gedacht, dass mir ein Eierkopf aus dem Institut solche Probleme bereiten würde. X688 bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mach's gut. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur hat. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Wie fühlst du dich? Da ist so ein Brennen in meinem Kopf, wie ein Feuer. Überrascht mich nicht. Alle Synapsen deines Gehirns wurden gerade entkoppelt, mit jemand anderem verbunden und dann wieder miteinander verbunden. Ich habe dir ein großes Stimpack verpasst, während du K.O. warst. Das sollte helfen. Kannst du schon über das reden, was da drinnen passiert ist? Du warst doch auch dabei, oder? Du hast gesehen, was ich gesehen habe. Ja, aber wir müssen alles gemeinsam durchgehen, falls einer von uns etwas übersehen hat. Wir haben, was wir wollten. Das Institut kommt per Teleportation rein und raus. Ja, ihr größtes Geheimnis ist jetzt offenbart. Aber das bringt uns nur weitere Fragen. Wie funktioniert das? Was machen wir als nächstes? Dieser Wissenschaftler, den Kellogg gesucht hat,
Virgil, wir müssen ihn finden. Du hast recht. Ein abtrünniger Wissenschaftler könnte uns viele Fragen beantworten. Wo ist er laut der Erinnerung? Beim leuchtenden Meer? Das kann nicht sein. Da geht niemand hin, egal wie verzweifelt er ist. Wenn wir Virgil finden müssen, gehe ich ihn suchen. Wenn du gehen musst, dann bereite dich gut auf die Strahlung dort vor. Der Ort heißt nicht umsonst leuchtendes Meer. Ich finde schon einen Weg durch die Strahlung. Keine Sorge. Viel Glück und pass auf dich auf. Übrigens habe ich zuerst Mr. Valentine getrennt und dann das Implantat entfernt, während du geschlafen hast. Er wartet oben auf dich. Hoffentlich wirst du deine Roboterkräfte für das Gute einsetzen. Drin. Hey, Valentine. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Nick, bist du da noch drin? Was? Wovon redest du überhaupt? Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft.
Gehen wir, Nick. Das war ein ganz schöner Ritt. Mal sehen, wohin er uns als nächstes führt. Hey, darf ich dich mal was fragen? Stimmt was nicht? Naja, ich wollte so ziemlich dasselbe fragen. Es ist nur... All das, was dir und deiner Familie zugestoßen ist, du machst da einiges durch. Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst. Keine Ahnung, Nick. Meine Familie ist zerstört und ich wache an diesem Ort auf, an dem mich jeder töten will. Sag du es mir. Ich nehme an, du fühlst dich verloren, verängstigt und verdammt wütend. Zumindest ging es mir so. Hat verdammt lange gedauert, bis ich ein Gespür für den Ort hier hatte. Gott sei Dank fand ich Diamond City. Die Stadt ist nicht perfekt, klar, aber sie ist deutlich besser als der Rest des Commonwealth. Als ich da oben angefangen habe, hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie heute. Vielleicht sogar mehr. Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr. Und die Leute hatten noch immer schlaflose Nächte wegen der zerbrochenen Maske. Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur, der den Reaktor zerstören oder das Trinkwasser vergiften will. Aber sie konnten mich natürlich nicht einfach so wegschicken. Das CPR-Massaker? Nie von gehört. Die Commonwealth-Übergangsregierung. Vor vielen Jahren versuchte eine Reihe von Siedlungen, einen Bund zu gründen. Jede Siedlung mit auch nur einem Hauch Einfluss schickte Vertreter, die Verträge aushandeln sollten. Aber das Institut schickte einen eigenen Vertreter. Einen Synd, der sämtliche anderen Vertreter bei den Gesprächen umlegte. Die Commonwealth-Übergangsregierung war Geschichte, bevor sie überhaupt gegründet wurde. Kurz darauf bin ich in die Stadt gezogen. Ich hatte echt Glück, dass die mich nicht direkt wieder weggejagt haben. Warum haben sie dich reingelassen? Weil ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Ein Mädel ungefähr 15. Der Augapfel des damaligen Bürgermeisters, Henry Roberts. Die junge Miss Roberts entschied sich, mit einem Karawanengehilfen durchzubrennen, den sie gerade einmal... einen Abend lang kannte. Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerbande. Ich hatte keine Ahnung, wen ich da gerettet habe. Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und vier Schläger gestoßen. Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an. Eine Menge Leute protestierten, nannten mich einen Spion. Aber ihm war das egal. Das Leben in der Stadt war anfangs hart. Aber ich zeige immer offen, was ich bin. Und den Leuten schien das zu imponieren. Du hast vier Schläger allein besiegt? Musste ich gar nicht. Damals wussten die Leute noch weniger über Synths als heute. Ich habe ihnen gesagt, dass ich gleich explodieren werde. Und machte... piep, piep, piep. Das Schwierigste an der Rettung war, nicht laut zu lachen, als sie Hals über Kopf das Weite suchten. War es schwer, sich einzuleben? Sie haben es mir definitiv nicht einfach gemacht. Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte. Als Mädchen für alles in Diamond City holte ich mir mehr Schrammen als je zuvor da draußen in den Ruinen. Aber die Leute vergaßen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit, geht zum Synth. Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Good Neighbor ziehen muss. Hol Nick. Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich nicht mehr als Mädchen für alles missbrauchten. Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate kostenlos arbeitete. Ich war zwar noch immer Nick der Synth, aber die Leute kamen, weil sie Nick den Detektiv brauchten. Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder an, sich normal anzufühlen. Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht. Mit ein wenig Zeit und Arbeit kann dieser Ort hier auch dein Zuhause werden. Lange Geschichte. Aber ich hoffe, sie hilft. Sollen wir dann los? Aufgepasst. Schau dich um.
bisschen reden, ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding tun werdet, aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Ich kenne eine Bruderschaft, sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Okay, wir kommen mehr zum Thema. Wo war ich? Ah ja. Was wirklich wichtig ist, wir müssen zusammen. Look here, girls, I'm telling you now, they call me Lovin' Dan. Rock 'em, roll 'em all night long, I'm a 60-minute man. Lass uns handeln. Na klar. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Hier sieht's doch ganz nett aus. Also, danke, dass du uns eine Chance gibst. Ich bin gern bereit, dir zu helfen. Du musst es mir nur sagen. Wir putzen. Ja, ich zeige es dir. Okay.
nicht. Thank you.
aus. Thank you.
Dieser Bereich steht unter unserem Schutz. Zutritt nur für Militär. Weg da, Zivilist. Heute ist eh Schluss.